Hallo und willkommen zurück zu Java. Ja, weiter geht's mit Reflections heute. Und ja, das Ding ist, wir machen heute Generics. Ihr kennt Generics von Klassen, also ihr wisst, wie eine generische Klasse aussieht. Zum Beispiel so ein spitzes Ding und dann hier ein Parameter t rein. Und dann kann man hier noch irgendwelche Spezialsachen angeben, die ich in den anderen Videos erklärt habe. Das werde ich jetzt hier nicht mehr tun. Und dann kann man hier zum Beispiel irgendwelche Objekte anlegen, private t, Objekt, sowas in der Art. So, und jetzt hat man hier ein generisches Objekt und der Typ ist dann der, den man hier in der Spitzenklammer angelegt hat. Das kennt ihr zum Beispiel von Listen in Java, also nur kurz als Wiederholung von Generics, wenn ihr die nicht mehr im Kopf habt. Geht natürlich auch bei Methoden, also als Rückgabetyp, als Parameter. Es gibt sogar generische Methoden, die werde ich jetzt hier allerdings nicht behandeln. Genau. So, und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir wollen diesen Code hier zur Laufzeit ausführen. Und ja, zur Laufzeit ist es so, dass generische Klassen eigentlich nicht mehr generisch sind. Das heißt, hier wird tatsächlich, wenn wir jetzt hier diesen Parameter t haben, dann kreieren wir uns ein Objekt vom, ja, halt ein Sum-Object, kreieren wir uns hier und geben irgendeinen Parameter an, wenn wir das generieren. Beziehungsweise wir machen das jetzt einfach mal mit Listen. Und zur Laufzeit hier in der Main-Methode, beziehungsweise irgendwie muss man ja von dieser Main-Methode dann auch dorthin kommen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine ArrayList, ja, was ist der Parameter? Zum Beispiel eine ArrayList aus Strings, ist gleich, ups, der Name vielleicht noch, List, ist gleich New ArrayList. Und hier muss man es gar nicht mehr angeben, weil man es hier ja schon angegeben hat. Das kann der Compiler dann zuordnen, was das sein soll. So, wenn wir das jetzt hier so kreieren, dann sehen wir, dass das eigentlich nicht mehr generisch ist. Hier haben wir tatsächlich was eingesetzt in diese generische Klasse. Und ja, für uns ist jetzt relevant, wir wollen wissen, wie wir zu diesem Parameter kommen. Und das ist tatsächlich so, wir werden niemals tatsächlich zur Laufzeit was Generisches haben, sondern da wird immer was Konkretes drinstehen. Weil zur Laufzeit und so. Es ist natürlich effizienter, als wenn wir jedes Mal eine neue Klasse schreiben würden. Es macht uns auch das Leben deutlich leichter, wenn wir das Ganze programmieren. Aber zur Laufzeit für den Compiler, es gibt sowas wie generische Klassen im Prinzip nicht wirklich. Also sie werden ein bisschen anders behandelt und so weiter, aber ja, genau. So, warum ist das wichtig? Naja, wir wollen nicht wirklich generisch arbeiten mit Reflections, wenn es um Generics geht. Wir wollen einfach nur konkrete Sachen damit machen. Denn dieser Code wird ja zur Laufzeit auf quasi Klassen ausgeführt oder sowas. Und ja, jetzt haben wir hier mal eine Methode, sagen wir, ich gebe hier in dieser foo-Methode hier unten eine ArrayList zurück. Ich nenne sie nachher um, denn sonst haben wir ein Problem. ArrayList von Strings und die heißt dann einfach mal Buts. Und nimmt ein Integer. Keine Ahnung, ne, nimmt einen String, nimmt gar nichts, so einfach ist das. So, und dann geben wir hier eine New ArrayList zurück vom Typ String. So, das heißt, da wird dann nichts drinstehen. Gut, dann haben wir hier einen Rückgabetyp, der generisch ist. Aber im Prinzip ist er nicht wirklich generisch, weil wir hier tatsächlich was eingesetzt haben. Jetzt können wir aber damit trotzdem noch was machen. Und zwar können wir zum Beispiel sagen, also wir wollen zunächst einmal die Methode natürlich haben, das kriegen wir ganz einfach hin. Wir sagen method m gleich myClass.get getMethod hier und dann geben wir hier den Namen an und sagen, wie habe ich sie genannt, ich glaube Buts war's und geben, ja, Buts war's. Und geben hier das Argument ein, also sprich null. So, und jetzt haben wir schon diese Methode. Das kann natürlich wieder eine Exception schmeißen, ist klar. Und wir müssen das deswegen auslagern. Method m gleich null. So, jetzt können wir damit arbeiten. Gut. Diese Methode m hier, die wir hier zugewiesen haben jetzt, mit der kann man jetzt solche Sachen machen, denn die hat einen Return-Type, der generisch ist. Und darauf greifen wir jetzt zu. Das machen wir, indem wir sagen Method, ja, ich habe sie nur m genannt, m. Und dann gibt es die Methode getGeneric, ja, hier habt ihr schon, getGenericReturnType, getGenericParameterTypes, getGenericExceptionTypes. Es gibt auch generische Exceptions, ja, das ist wahr. Ja, aber wir wollen jetzt nur den ReturnType haben.
ist kein Array wie die anderen beiden, denn es kann nur einen Return-Wert geben. Bei den Parametern kann es natürlich hier sein, dass wir mehrere haben. So, und dieses Generic Return Type, das enthält jetzt den Type, ich nenne es einfach mal Red für Return. Und das muss natürlich noch importiert werden. Jetzt muss ich das Richtige auswählen aus Java lang Reflect da unten. Gleich das letzte, super. So. Und genau. Wenn wir jetzt hier diesen Type genauer analysieren wollen, diesen Generic Return Type, den wir hier zurückbekommen, ich zeige es euch gerade mal ganz kurz, wenn ich die Methode hier kriege. Hier steht auch eine genaue Beschreibung dabei. Returns a type object that represents the formal return type of the underlying method. Im Prinzip also nichts Besonderes. So, wenn wir jetzt hier einfach eine if-Abfrage benutzen, jetzt wird es richtig eklig. Wir benutzen Instance of, das sollte man immer vermeiden, wenn es geht. Aber mit Instance of kann man die Zugehörigkeit zu einer Klasse prüfen. Sprich, wenn ich sage, ich kreiere mir einen String und frage dann ab, Instance of String, also der Klasse String, dann wird da true zurückgegeben, weil mein String ein String ist, sozusagen. Und jetzt prüfen wir quasi, ob das, was hier zurückkommt, durch dieses getGenericReturnType, ob das ein parametrisierbarer Typ ist. Parameterized Type. So. Und ich habe ein E vergessen. Parameterized. Ja, genau. Die Klasse wollte ich haben. So. Diese Parameterized Types, die sind quasi. Ja, die stellen uns einfach die Funktion zur Verfügung, wenn wir hier weiter mit Generics Sachen ausprobieren wollen. Und deswegen können wir das jetzt natürlich hier casten. Zum Beispiel Red 2 nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, wenn wir das jetzt hier, also wir wissen ja jetzt, dass Red ein Parameterized Type ist. Und deswegen dürfen wir jetzt Red dahin casten, ohne dass es einen Fehler gibt. Das kann man mit Instance of dann tun. Ist wirklich kein schöner Stil eigentlich. Aber man braucht es halt für Reflections. Reflections sind sowieso furchtbar, was das angeht. Genau, so. Und jetzt loopen wir hier einfach mal durch. Wir sagen hier Type T. Also für jeden Typ T, den wir finden können, in unserem Return-Wert, den wir hier einfach runtergecastet haben, in einen Parameterized Type. Und davon get actual Type Arguments. Also die tatsächlichen Typ-Argumente, sprich die Argumente, die unseren generischen Typ hier kriegt, also String. Wenn wir jetzt hier natürlich noch mehrere Sachen angeben, ihr wisst vielleicht, bei Generics kann man noch mit Komma mehrere Typen angeben und dann hat man natürlich mehrere Typen. Ja, dann kommt hier natürlich mehr raus. Wir wissen, dass es jetzt hier nur eins gibt. Ich habe das trotzdem mal in eine Vorschleife geschrieben. So, und jetzt sagen wir hier einfach mal, okay. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Type sich in Klassen umcasten lässt, denn Type liefert uns einfach nur noch mehr Funktionen als eine Klasse. Eine Klasse ist aber einfach eine Klasse und eine Klasse ist einfach cooler. So, und deswegen geben wir jetzt hier einfach mal, wir casten das in eine Klasse. Casten ist eine Klasse und zwar das T, das wir hier oben in der Vorschleife benutzt haben. Machen jetzt die Klammer zu, dass wir wissen, dass eine Klasse ist und können dann hier die getName-Methode aufrufen. So, und wenn ich das Ganze jetzt hier ausführe, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist nicht so schwer, dann, wo kommt das True her? Das kommt, ach, das kommt noch von hier oben. Entschuldigung, das war vom letzten Video. Also ich führe es nochmal aus. Dann haben wir hier java.langString. So, ihr kennt wahrscheinlich die getName-Methode der Klasse noch, die habe ich euch gleich im ersten Video zu Reflections gezeigt. Jetzt nochmal ganz kurz, was hier passiert. Wir kriegen, also wir checken hier erstmal, haben wir einen parametrisierbaren Typen, sprich einen generischen Typen in unserem Return-Wert. Hier kann nämlich auch was anderes bei rauskommen, hier kann auch ein ganz normaler Typ rauskommen, steht ja nur Type dabei. Und falls es der Fall ist, also falls es wirklich ein generischer Typ ist, was wir hier tatsächlich haben, was wir wissen, also es ist ja eine Array-Liste, generisch mit String instanziiert,
Ja, dann casten wir das einfach mal hier. Also das haben wir mit Instance auf geprüft, ob wir das dürfen. Kein schöner Stil, ich weiß es. Ja, und dann nehmen wir alle Argumente, die quasi generisch hier reinkommen. Also mit Komma könnte ich hier noch mehr angeben, aber die Arrayliste nimmt nur eins, aber es kann natürlich auch mehr geben. So, und für jedes davon geben wir dann den, also wir casten erstmal den Type, was wir dürfen, in eine Klasse und dann nehmen wir den Namen davon. Und dabei bekommen wir dann raus, dass String die generische Klasse von unserem Rückgabewert ist. Sprich, wir können natürlich auch die ganze Klasse abfragen hier, das ist dann ArrayList. Und dann können wir noch abfragen, was da rein muss. Dann haben wir einen String und dann können wir damit weiterarbeiten. So, bei Parametertypen, das habe ich euch ja gerade schon gezeigt, da gibt es die Methode getGenericParameterTypes. Das geht jetzt hier natürlich nicht. getGenericParameterTypes. Und ich zeige euch das jetzt nur noch ganz kurz, weil wir schon wieder über die 10 Minuten drüber sind, an die ich mich eigentlich halten wollte, meistens zumindest. Das Einzige, was ihr beachten müsst, ist, dass es dann bei Parametern, die dann hier drin stehen, natürlich mehrere Parameter gibt. Und dann haben wir hier statt nur einem Typ, deswegen habe ich dann Return Type gezeigt, statt nur einem Typ haben wir dann hier ein Array aus Typen. Und dann kann natürlich jeder Array hier, kann eventuell ein generischer Typ sein. Und das muss man dann hier halt prüfen und dann können wir das auch wieder ausgeben. Oder was auch immer ihr denn damit machen wollt. Für Felder könnt ihr das auch relativ einfach machen, wenn ihr jetzt hier oben eine Arrayliste habt. ArrayList aus Strings. List ist gleich New ArrayList aus Strings. Okay, von mir aus geben wir es diesmal mit an. Dann könnt ihr hier sagen, okay, wir haben unsere irgendwo dieses Field geholt, Field F, und zwar holen wir uns das mit myClass.getField und dann geben wir hier wieder an, was wir haben. Ich weiß nicht mehr, wie ich es genannt habe. Ich habe es List genannt. So. Und jetzt gibt es da auch wieder eine spezielle, ja, ich weiß, das ist was Schrott. Jetzt gibt es auch wieder eine spezielle Methode und zwar nennt sich die f.getGenericType. Und das ist genau dasselbe wie hier unten. Wir kriegen auch wieder einen Type zurück. Also ein Type, keine Ahnung, Type L wegen List und so. Ja, das ist dann einfach wieder, wir kriegen hier diesen Typ zurück. Das ist ein generischer Typ und wir können dann dieselben Methoden hier drauf aufrufen, die wir vorher benutzt haben. Nur dass wir es diesmal von einem Field geholt haben und nicht von einer Methode, den Return Type oder den Parameter Typ oder sogar Exception Typ, wenn ihr das wollt. Genau. Also das sind die Methode, die Möglichkeiten, die ihr habt, irgendwie an Generics dran zu kommen und damit zu arbeiten, indem ihr hier dann eure Klassen rauskriegt, die da drin stecken. Gut, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und nächstes Mal machen wir dann das, worauf wahrscheinlich alle sehnlich warten, nämlich die ganzen Klassen dynamisch loaden mit dem Dynamic Class Loader. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.